Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei Zockt F1 2012 und es pisst wie bekloppt. Ach du lieber Himmel, 100% Regenwahrscheinlichkeit war uns ja schon vorausgesagt. Ja, das ist super, dass ich jetzt... In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Das ist super, dass sie jetzt wieder dran gearbeitet haben am Auto, um den Luftwiderstand zu verringern. Ausgerechnet jetzt. Jetzt haben wir es gerade auf Setup eingeschossen. Und jetzt gehen sie hin und verbessern das Auto. Fällt mir ehrlich gesagt nichts ein zu. Ich würde sagen, wir starten direkt mit einer fliegenden Runde. Da sind die Reifen wenigstens warm. Machen wir das hier mal an und dann die Bremsen nach hinten. Und dann das Benzin nach Fett. Und wir fahren hier wirklich mit dem Trockensetup. Leute, wir fahren hier mit dem Trockensetup. Aber ich glaube, das sollte passen. Weil ich glaube nämlich, dass es im Rennen wechselhaft wird und sobald es trocken ist, sind wir richtig schnell. Habt ihr ja gerade gesehen. Hier geht irgendwie ein Rinnsal lang, habt ihr ja gehört, hat das Auto sich so ganz komisch angehört. Ja, hier ist er auch ins Rutschen gekommen, aber ich kriege ihn irgendwie rum. Jetzt hier mal ein bisschen Curse verbraten. Um den Rutscher wieder wegzumachen. Das hier ist echt ein Wunder. Ist echt ein Wunder, dass ich mit diesem Setup überhaupt auf der Strecke bleibe. Also ich hoffe wirklich, ich hoffe auf einen trockenen Rennstart zumindest. Und ansonsten fährt sich das Auto gar nicht mal so schlecht im Nassen mit dem Trockensetup. Und gucken, vielleicht schaffen wir hier sogar eine Zeit, 1,26. Wäre 6 Sekunden langsamer wie unsere Zeit im Training. Bin ich mal gespannt, was die anderen fahren. Für 3 Runden haben wir Benzin. Sparen jetzt mal ein bisschen Benzin. Will jetzt einfach mal sehen, was die anderen so für Zeiten fahren. Maldonado ist schneller wie wir, okay. 1,26,551. Na gut, ich sag's mal so, wir müssen ja einfach nur weiterkommen. Der Rest ist ja egal. Ich glaube, 17, da werden wir mit unserer Zeit. Wenn die Rester und Hülkenberg hinter uns stehen und Maldonado gerade mal 4... Was sind das? Tausendstel vor uns. 4000stel ist jetzt nicht die Welt. Ich glaube, da können wir in die Box gehen. Ja, die Zeit schreitet voran. Ich wollte ja keine Rennen mehr so mitten in der Nacht aufnehmen, aber langsam schreitet die Zeit voran. Musste mich ja erst ein bisschen warm fahren. Dann hatten wir das Training mit Aufgabe hier zum Auto verbessern. Jetzt das Qualifying. Mal gucken, wie viele Sessions wir hier mitmachen können. So, jetzt kommen natürlich ganz viele Autos drüber. Wo sind wir? Immer noch Zweiter. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Also, ich sag mal, das sieht doch eigentlich so ganz gut aus. 17. sollten wir werden. Okay, jetzt werden die Zeiten schneller, aber
Ich bin immer noch am gucken, ob ich wirklich noch mal raus muss. Ich muss noch mal raus. Mist, wieso sind die auf einmal so schnell? Tja, jetzt ist hier richtig viel Betrieb. Das gibt einen Spaß. Da bricht mir das Auto aus und geht ab durch die Wiese. Nicht schön. Nicht so kurz vor Quali-Ende. Ich habe den Eindruck, die Strecke könnte leicht schneller geworden sein. Warum sind die hier jetzt langsam? Die waren doch eben noch schnell unterwegs. Ja, jetzt könnte es auch ein bisschen besser geworden sein. Im ersten Sektor haben wir gewonnen. Im zweiten Sektor haben wir verloren. Hoffen wir mal hier auf die Highspeed-Passage, dass wir da irgendwie ein bisschen flotter sind wie die anderen. Ui. Da wären wir beinahe ausgebrochen. Und jetzt zielen wir innen auf den Strich. Boah, Leute, ey. Ist denn die Zielzeit? Was muss ich denn fahren, um den Senna zu schlagen? Boah. Die Telemetriedaten weisen auf optimale Reifentemperaturen hin. Ja, aber beschissene Streckenverhältnisse. Es wird immer nässer. Ich würde sagen, das gibt ein ganz tolles Qualifying und Rennen. Hier, ich bin ja schon langsam und lenk ein und gehe noch rum. Bremsen hinten. Das Gemisch fett. Kurs hebe ich mir bewusst mal auf, diese Runde. Fahre extra nochmal langsam. Ich hoffe, das reicht noch alles. Reifentemperaturen passen ja. Ja, nächsten zwei Runden. Genau das wollte ich hören. So, wir fahren hier nach außen und dann fahren wir hier drauf zu. Wir möglichst gerade hier ankommen und... Boah! Nee, ich glaube, das wird nichts. Das ist einfach zu nass. Ich glaube, Zeitverbesserungen sind jetzt nicht mehr möglich. Deshalb sind wir wahrscheinlich auch die einzigen, die noch draußen sind. Ja, da vorne fahren noch welche. Okay. Tja, 1,2 Sekunden sind wir zu langsam. Ey. Jetzt schon. Pff.
Ja, und jetzt geht uns der Sprit aus. Das darf nicht wahr sein. Der hat doch eben noch gesagt, für 2 Runden, oder? War ja nicht mal mehr einer. Ja, ich glaube, da können wir uns dann mit Platz 18 doch begnügen. Eigentlich wollte ich in das nächste Setup irgendwie reinrutschen, aber... Das will aus irgendeinem Grund gerade nicht. Entweder wird es nässer. Ja, macht mal hin, Jungs. Was fahren die denn? Du liegst in allen drei Sektoren. 1,25,2. Ich müsste über eine Sekunde schneller werden. Nehmen wir mal ein paar neue. Wir fahren selbst raus. Dann schon mal an die Strecke zu gewöhnen. Ja, dann lasst mich raus und schreit mich nicht an, Herrgott Sakrai, wenn ich das schon wieder höre hier. Ja, da sind irgendwie alle langsam und im Zickzackkurs unterwegs. Hey! So, Vettel ist gerutscht und angeschlagen, wie es aussieht. Jetzt machen wir das fette Gemisch rein und dann bin ich mal eine Runde ruhig und konzentriere mich mal, um hier hoffentlich eine gute Runde hinzulegen. Daniel fährt in allen Sektoren deutlich bessere Zeiten als du. Jo, so viel zur guten Runde. Gucken, ob es mir das als Abkürzen anrechnen oder ob es mitgezählt wird. Rum. So, jetzt bin ich gespannt. 24, nein, wir kriegen es wieder nicht hin. Ach, leck mich doch am Ärmel. Ist einfach zu nass und die Fahrfehler, die ich drin hatte, das geht einfach nicht. Das Einzige, was ich noch versuchen könnte, jetzt mager, langsam, frühschaltend rumzufahren. Möglichst viel Sprit zu sparen und ja...
dann hoffentlich noch über Start-Ziel kommen. Noch eine Minute. Und auf dem letzten Drücker noch eine Zeit fahren dürfen. Puh. Es war zu spät. Wow. Ja, aber nicht so. Oh nee. Ja, ich lenke ein, das Auto, das will ja gar nicht mehr, wo ich hin will. Ja, da kommen die von hinten schon angeflogen und überholen mich sogar noch. Ja, wenn ich hier noch Kampflinie fahren muss und mich können wir getrost abhaken. Ja, schade. Ich hatte die Hoffnung, aber da ging irgendwie dann gar nichts mehr zusammen jetzt in der schnellen Runde. Ist halt so. Ich sag danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Rennen wird besser und ihr schaltet wieder rein und klickt wieder rein, wenn es heißt Nick Frei zockt der Feind 2012. Tut mir leid, war wieder ein kurzes Qualifying, aber ihr seht ja selbst, das mit den Wetterkapriolen, erst fährt man schnell, dann fährt man langsam, dann scheinen die Zeiten zu passen und dann doch wieder nicht. Deshalb sage ich jetzt hier, danke, dass ihr reingeklickt habt, noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos, macht's gut, bye bye.